Hallo, guten Morgen, Ralf. Schönen Gruß nach Saarbrücken. Grüße dich, Gudrun. Ja, hier scheint gerade die Sonne zum Fenster rein. Ich hoffe, du hast heute auch einen guten Start in den Tag. Ja, aber bei mir ist es grau draußen, aber es ist okay. Gestern war super Wetter. Ja, super, dass wir uns auf die Art und Weise treffen können und ein bisschen über das Thema deines Seminars in der Chilin-Akademie sprechen können. Nochmal für euch alle, ich bin Gudrun Galbig, die Leiterin der Chilin-Akademie, und heute habe ich hier Ralf Rousseau, einer unserer Fachreferenten. Der wird sich später dann noch ein bisschen mehr über sich selbst erzählen. Jetzt würde ich gern mal mit dem Seminarthema mit dir ein bisschen sprechen, was du vorhast. Es geht ja um die fachbezogene Psychologie, und du hast schon gesagt, dein wichtigstes Thema dabei ist das Thema Kontakt. Dabei geht es um den Kontakt zum eigenen Körper, aber auch zu anderen Menschen, auch zur Umwelt. Erzähl uns so ein bisschen was davon. Ja, gerne. Also Kontakt ist eigentlich ein Kernkonzept, an dem man alles festmachen kann, worum es überhaupt geht. Egal, ob du meditierst, ob du Psychotherapie machst oder ob du Tai Chi machst, weil ohne Kontakt passiert nichts. Kontakt ist die Basis dafür, dass überhaupt Energie fließen kann, dass überhaupt irgendetwas geschieht. Also diese Qualität von Kontakt ist absolut wesentlich. Und wie du schon gesagt hast, Kontakt gibt es auf ganz vielen Ebenen. Es gibt den Kontakt zum eigenen Körper. Es gibt den Kontakt zwischen Menschen, aber beim Qigong auch Kontakt zu Himmel und Erde. Und nur wenn dieser Kontakt da ist, kann es fließen. Und deswegen ist für mich Kontakt so ein zentrales Konzept. Und das ist natürlich gleichzeitig ein psychologisches Konzept, weil unsere Kontaktfähigkeit lernen wir. Das ist nicht etwas, beziehungsweise es gibt biologische Grundlagen, die sowieso da sind, aber auf vielen Ebenen lernen wir das. Und dieser primäre Kontakt, den wir als Kind zu unseren Eltern haben, prägt uns ganz wesentlich. Wir brauchen als kleines Kind unbedingt den Kontakt und die Spiegelung in unseren Eltern. Und da ist eine ganze Prägungsgeschichte mit verbunden. Und wenn wir später Tai Chi oder Qigong praktizieren, dann bringen wir diese Prägungsgeschichte mit. Jeder Mensch ist anders, der in unsere Kurse kommt. Jeder Mensch hat eine andere Vorprägung. Und mein Anliegen ist dafür so ein bisschen zu sensibilisieren. Wir werden Menschen treffen in den Kursen, die zum Beispiel gar keinen Kontakt zu ihrem Körper haben. Was macht man dann? Und das heißt, um dieses Thema rankt sich ganz viel und da kann man sehr interessant mitarbeiten. Also wir sind jetzt ja alle keine Psychologen. Kannst du mal sagen, wie können wir denn dieses Wissen denn danach ganz konkret in den Kursen umsetzen? So ganz normale Tai Chi und Qigong-Kursleiter in ihren wöchentlichen Seminaren. Was kannst du da uns mitgeben dazu? Naja, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist zum Beispiel, wenn ich als Tai Chi und Qigong-Leiter einen guten Kontakt zu mir selber habe und darüber ein Bewusstsein habe, dann strahle ich das auch aus auf die Gruppe. Das ist zum Beispiel eine Ebene, um dieses Bewusstsein darüber zu haben. Manche Leute haben Kontakt, wenn sie für sich selber üben, aber nicht mehr, wenn sie von einer Gruppe stehen. Das zum Beispiel ist ein interessantes Thema. Wie kann ich präsent sein? Und da ist ja der Kontakt zu mir wichtig. Aber natürlich auch ein Bewusstsein darüber, welchen Kontakt habe ich zu den Leuten. Also bin ich in Interaktion mit denen, kann ich die wahrnehmen, ist da eine Verbindung zwischen den Leuten. Und die dritte Ebene ist, mitzukriegen als Kursleiter, hat jemand Kontakt zu sich selbst oder nicht? Und woran merke ich das denn eigentlich? Und was kann ich machen, wenn jemand wenig Kontakt hat zu sich selber? Und diese Unterschiede überhaupt zu bemerken, das ist ein sehr wichtiges Handwerkszeug für einen Kursleiter. Das kann ganz konkret wirksam werden im Kurs. Ja, das klingt sehr spannend. Ich bin selber schon gespannt. Ich glaube, ich bin dabei bei deinem Seminar. Ich habe den Termin schon freigehalten. Es gibt noch ein anderes Thema, das mich sehr interessiert, was in deiner Kursausschreibung steht. Es geht hier um die Bedeutung von Selbstwirksamkeit in unseren Kursen. Also selbst wieder Verantwortung, aber eben auch Handlungsfreiheit zu gewinnen über meine Gesundheit, über das, was für mich gut ist in meinem Leben. Magst du darüber auch noch was erzählen? Ja, sehr gerne. Also Selbstwirksamkeit ist natürlich das zentrale Konzept, was ich gerade finde bei Tai Chi und Qigong wesentlich ist, weil wir nämlich was lernen, was wir auch für uns selber machen können.
Und wir machen es im Stehen. Das zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Weil wenn ich autogenes Training mache, dann brauche ich eine Anleitung und ich liege da. Aber beim Tai Chi und Qigong, allein die Art, sich hinzustellen, ist schon eine Unterstützung der Selbstwirksamkeit. Und für mich ist es, in die Grundstellung sich zu stellen, sich mit der Erde zu verbinden und dem Himmel zu verbinden, das ist schon eine Form von I'm still standing und ich stehe gut da. Das heißt, das drückt sich in der Sprache ja auch schon ganz viel aus. Ne? Also dieses, das den Menschen auch bewusst zu machen. Ich habe mal irgendwann eine Kursleiterin gehabt, die ist gekommen und hat gesagt, ach Tai Chi, das ist das, wo man lernen kann, selbstbewusstes Stehen. Selbstbewusstes ja. Selbstbewusst in der Welt zu stehen, hat die gesagt. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, das hat die Teilnehmerin gesagt, das fand ich super. Und seitdem benutze ich das auch, dass ich diese Art des Stehens, zum Beispiel, was wir beim Tai Chi und Qigong benutzen, in sich selber ist es schon ein, wenn man so will, ein Ritual, was uns schon allein in die Selbstwirksamkeit führt. Im Unterschied, wenn du im Liegen Übungen machst, aber auch selbst beim Yoga hat man andere Aspekte. Aber dieses Stehen ist auch ein Stehen, ich stehe in der Welt. Ich muss manchmal bringe das sogar manchmal in meinen Kursen, dieses Ding von Martin Luther, ich stehe hier und kann nicht anders. Ne? Also für sich einstehen, allein in der Sprache sind da schon ganz viele Analogien. Und das sozusagen darum zu wissen, dass, jetzt will ich nicht zu viel reden, aber auch in der Psychotherapie ist Selbstwirksamkeit der entscheidende Faktor in der Weise, wie ich es betreibe. Das heißt, ich als Therapeut sage nicht dem Klienten, was ist mit dir los, sondern ich frage dich, wo willst du hin? Und dafür unterstütze ich dich. Das heißt, du entscheidest, wohin du gehst. Und das Erlernen von Selbstwirksamkeit, und das ist einfach ein Kernelement von Menschen zu helfen, zu reifen, ne, für psychologischen Wachstum. Ja. Okay. Du hast noch ein drittes Thema oder ein drittes Schwerpunktthema. Ja, wahrscheinlich gibt es da noch eine Menge andere Dinge, die du ansprichst oder die du ausübst mit den Teilnehmern. Aber das dritte wäre mir auch noch wichtig. Ich habe ja schon gesagt, wir sind eben keine Psychologen, sondern Kursleiter, Seminarleiter. Es gibt einen Unterschied zwischen der Beziehung zwischen einem Therapeuten und einer Schüler-Lehrer-Beziehung oder auch die Beziehung zu einem Kursleiter. Und finde ich, ist wichtig, dass man das auch immer klar hat. Was wirst du uns dazu beibringen oder erzählen? Das ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Ich mache ja beides. Ich bin Psychotherapeut und eben auch Lehrer für Tai Chi und Qigong. Und in der Psychotherapie, aber eigentlich sollte es auch in anderen Bereichen den Begriff geben, Arbeitsauftrag. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt, dann gibt er dir Geld und er gibt dir einen Arbeitsauftrag. Wenn du zum Friseur gehst, dann gibt er dir den Arbeitsauftrag, schneide mir die Haare. Wenn du zur Psychotherapie gehst, gibst du dem Therapeuten einen anderen Arbeitsauftrag, beziehungsweise der wird vorher besprochen. Da wird vorher gefragt, wozu bist du hier? Was sind deine Wünsche? Worum geht es hier? Und dann dieser Arbeitsauftrag muss klar sein. In der Psychotherapie ist das zum Beispiel sehr wichtig, weil manche Leute, wenn der Arbeitsauftrag unklar ist, das heißt, da kommt jemand in eine Therapie und sagt, machen Sie irgendwie, dass es mir besser geht. Das ist tatsächlich der unterschwellige, implizite Arbeitsauftrag, mit dem die Leute kommen, den darf man nicht annehmen als Therapeut. Wenn man dann anfängt, hast du von vornherein schon verloren. Sondern du musst einen Arbeitsauftrag formulieren. Worum soll es hier gehen? Und so weiter. Und so ist es aber auch beim Tai Chi und Qigong. Da muss man das nicht explizit machen, wobei man das auch kann. Aber man kriegt einen anderen Arbeitsauftrag erstmal, als wenn jemand in Therapie geht. Kriegt nämlich den Arbeitsauftrag, bringen wir Tai Chi und Qigong bei. Die viele Leute, das ist erstmal was Körperliches. Auch philosophische Entsprechung, auch persönliche, tiefere Resonanz, die entstehen darf. Aber ich bekomme als Tai Chi und Qigong-Lehrer nicht den Arbeitsauftrag, beschäftige dich mit dem Problem mit meiner Mutter oder mit meinen emotionalen Problemen in meiner Kindheit und ich möchte von dir hören, was ich vielleicht für psychische Probleme habe, damit du mir das sagst und so weiter. Das heißt, es muss klar sein, auf welcher Ebene bewege ich mich. Ja. Und das ist manchmal, so kommt es mir vor, bei Tai Chi und Qigong Lehrer nicht so klar, dass sie ich begleite dich auf allen Ebenen und ich bin sozusagen auch zuständig für all deine Belange und bin da auch unter Umständen invasiv und gebe Ratschläge. Da muss man halt ein bisschen drauf Acht geben. Und für mich ist es wichtig, man bewegt sich in einem anderen Bereich
wenn man solche Arbeit macht wie Tai Chi und Qigong, als wie wenn man Psychotherapie macht. Ja, ich finde es ein wichtiges Thema. Das gilt ja genauso im Gesundheitsbereich. Also auch da haben wir nicht den Arbeitsauftrag, heilend zu wirken oder Tipps zu geben, wie ich jetzt gesünder werde, sondern eben zum Beispiel die Selbstwirksamkeit zu stärken und wie ich in der Prävention für mich gut einstehen kann. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich freue mich schon auf die spannenden Gespräche und den Austausch mit den Kollegen. Jetzt, genau, das ist auch ein sehr schönes Thema, um wenn in einem Seminar dann, um miteinander drüber zu reden, denn das ist ja ein Seminar für Kursleiter und das zum Beispiel ist ein schönes Thema auch, um zu reden, wie machst du das, wie siehst du das, wie nahe gehst du an deine Schüler ran, wie weit beziehst du psychologische Themen mit rein oder gar nicht, und da wird auch jeder einen eigenen Stil entwickelt haben und es ist gut, das mal zu reflektieren. So. Ja, super. Ralf, erzähl uns noch ein bisschen was über dich selbst. Das ist ja jetzt ein fachwissenschaftliches Thema und ich habe ja die Referenten auch sehr sorgfältig ausgewählt, weil ich weiß, du hast einen sehr guten eigenen Hintergrund genau zu dem Thema. Erzähl doch mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Naja, ich mache eigentlich schon immer beides parallel. Ich habe vor 35 Jahren irgendwann mit Tai Chi und Qigong angefangen und dann Psychologie studiert und das sind immer so zwei Stränge in meinem Leben gewesen. Ich habe dann eine körperorientierte Psychotherapie-Ausbildung gemacht, Biodynamik, so ein neoreichianisches Verfahren, habe dann eine Weile Psychoanalyse auch gemacht und später, und die letzte Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, ist eine traumatherapeutische Ausbildung auf der Basis von Somatic Experience, wo es halt um Nervensystem und Traumaaktivierung im Körper geht. Und insofern, und das ist immer schon die eine Seite von mir gewesen, als Psychotherapeut mit diesen Themen zu arbeiten, mich damit auch zu beschäftigen. Und die andere Seite ist eben, genauso lange unterrichte ich eben Tai Chi und Qigong. Von daher bietet sich das an, das zu verbinden. Und wie gesagt, in meiner Arbeit sind es zwei verschiedene Bereiche, aber dennoch kann das Wissen von dem einen zu dem anderen rüber. Also es gibt einen Austausch zwischen diesen Bereichen. Ne? Und das ist im Grunde ja das, worum es auch in dem Seminar gehen soll. Und für diesen Austausch ist es aber auch wichtig, die Unterschiede zu kennen. Das ist wieder das Thema Kontakt. Es kann nur einen Kontakt geben, wenn es das Aufstand, wenn es eine Berührungsfläche gibt, wenn ich weiß, wo die Grenze ist. Ja. Das ist noch ein anderes Thema, von wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Kontakt braucht Grenze, sonst gibt es keinen Kontakt. Das heißt, ich muss wissen, wo hört das eine, fängt das eine an, wo hört das andere auf, aber auch, was gibt es für Querverweise. Und das ist im Grunde ein Thema, was mich mein Leben schon beschäftigt. Und insofern fällt mir das auch leicht, darüber dann was zu machen. Ich kenne dich auch als jemand, der sich sehr, sehr intensiv und lange und gut mit spirituellen Themen beschäftigt und du bist jetzt hier im Bild zusammen mit Ganesh. Vielleicht magst du da noch was dazu erzählen. Wie kommt Ganesh in deine Küche? Der Ganesha, der ist eigentlich, ich hab die Tendenz, asketisch zu sein. Das heißt, mir nicht so viel zu gönnen in meinem Leben. Das ist meine Struktur. Und der Ganesha, der ist in der Fülle. Da sieht man irgendwie seine ganzen Attribute und da ist irgendwie... Hier kann man sehen, da sind Pralines und so weiter und es ist echt, der ist dick und der hat alles, was man braucht. Und ich habe den mir da so hingehängt, auch um mich zu erinnern, ich darf auch in die Fülle gehen. Ich darf mich auch ausdehnen, ich darf auch in den Genuss gehen, weil das in meiner Struktur nämlich nicht so einfach ist. Oh, toll. Bringst du den mit in den Kurs? Ja, also wenn du Ralf selber kennenlernen möchtest, der bietet jetzt ein Online-Seminar an. Es sind aber auch Präsenzseminare mit ihm geplant. Ich schreibe unten ins Infofenster einen Link, da kannst du mal draufklicken und erfährst dann mehr über seine Seminare in der Chilin-Akademie und auch, wie du Ralf in Saarbrücken vielleicht auch mal persönlich erreichen kannst. Okay, Ralf, das war sehr spannend. Ich freue mich aufs Seminar. Bis bald. Ja, ciao, gut tun.